Jo, meine Friends, ich bin's, euer Brandy. Irgendwie ist mir aufgefallen, fange ich jedes Mal aufs Neue damit an, die Folge. Ich schaue erstmal die Pokémon an. Ich weiß gar nicht warum, das tue ich eigentlich auch bevor ich die Folge beende, aber alte Angewohnheit, deswegen nehmt mir das nicht übel, wird einfach so gemacht. Das sind hier alles Rockets. Brandy hat Eisen gefunden. Das ist auch ein Rocket, wenn mich nicht alles täuscht. Der Boss von Team Rocket ist unheimlich grausam. Für ihn sind Pokémon schlicht Mittel zum Zweck. Was wird geschehen, wenn dieser Tyrann unsere Firma übernimmt? Achso, du bist also wirklich keiner. Hätte ja sein können, aber als erstes machen wir mal den Kampf hier. Wir haben Ling an der Front und werden jetzt ein bisschen für Action sorgen. Ich hätte vielleicht alles gleichzeitig machen sollen, also jedes Stockwerk, seitdem ich den Türöffner habe, neu öffnen, also die Dinger öffnen sollen, habe ich jetzt nicht gemacht. Mai, kann man jetzt drüber streiten, ob das fick dich doch echt, ey. Das ist mir zu riskant jetzt. Also das ist mir jetzt echt zu riskant. Erstmal Schlafpuder und heilen. Ne, ohne Scheiß, ey, das ist echt Kacke, wie die da reinhauen teilweise mit ihren Volltreffern. Das ist... Fick dich, echt. Oh man, jetzt wacht er auf. Nee, tut er nicht. Aber ich habe einen Angriff verschwendet. Und das ist schade, das hätte nicht sein müssen. Naja, wie dem auch sei. Oh, jetzt kann ich ihn sogar besiegen und er schläft. Das finde ich ist natürlich ganz was Feines. Ganz was Feines. So. Oh, Golbat, das übernimmt mein Kumpel Funke, Pikachu. Der darf das noch zu Ende machen, weil der dann Level 35 erreicht. Da das hat er sich irgendwo verdient, war mal der Schwächste aus der Gruppe mit 31, also zweitschwächste natürlich war unser Kikli der Schwächste, beziehungsweise unser Dan. Aber jetzt ist unser Funke einer der stärksten. Arbok, lassen wir mal unsere Fackel spielen und ein bisschen einen Flammenwurf einsetzen. Schön ins Gesicht für das Arbok. Soll ja schließlich brennen. So, als nächstes, was hatte ich denn eigentlich nochmal vor nach Silfco? Genau, danach wollte ich die, wie war das gleich nochmal, den Orden hier machen, den Giftorden Koga. Ne? Genau, das war mein Ziel. Oder heißt sie überhaupt Koga? Ich glaube schon, dass es der Koga war. Oh, aber der hat jetzt schon den 35 erreicht. Lass mal das mal Ling machen mit seinem Psy-Strahl. Der erreicht dann auch sie erreicht dann auch Level 35 wahrscheinlich, hoffe ich. Also, lass mal es wenigstens irgendwie einen Nutzen draus ziehen. Als nächstes wird dann natürlich unser Funke und unser Monkey hochtransportiert. Und so wie es aussieht, müssen wir dann gar nicht mehr großartig leveln nach dem Kampf hier. Weil, wie ihr seht, nach dem Kampf sage ich hier, nach dem Silfco höchstens Kikli, und das wird höchstens eine halbe Stunde dauern oder eine Stunde, diese Aufnahmesession dann. Und dann sind wirklich alle wieder auf 35, wenn nicht sogar schon höher dann, also da mache ich mir jetzt absolut keinen Stress mit. Und wir haben jetzt, glaube ich, schon 3 der 4 Brüder besiegt oder 4 von 4, ich weiß es nicht genau, ich habe es mir nicht gemerkt. Ist mir auch zu blöd, mir das zu merken, muss ich ehrlich gestehen. Wir schicken dem erstmal einen Flammenwurf ins Gesicht. Müsste ein bisschen was abziehen. Ja. Und ja, das ist eigentlich top, wenn wir nicht so viel Level müssen. Dann gehen wir nämlich so zurück, so zum Bereich. Ja, so. 4. Orden könnte es hinhauen, denke ich mal. Wobei, ja doch, 4. Orden, so die Trainer da im Bereich 4. Orden, die kann er machen. Unser Kumpel Kikli links, die Biker,
beziehungsweise erstmal das Relaxo muss erstmal hier erledigt werden. Aber denke ich mal, wird machbar sein. Ich bin aber noch am überlegen, ob wir nicht ein Relaxo fangen. Weil das Relaxo ist ja doch recht stark. Und falls wir irgendwann mal einen Ersatz brauen sollten. Ich meine, Level 30 ist es ja schon im Prinzip. Und das ist nicht, sicherlich nicht wenig, würde ich mal meinen. Ich weiß es nicht so genau. Ich bin da ein bisschen unschlüssig. Jetzt müssen wir erstmal noch unseren Monkey auf 35 bringen. Ach, Tatsache, wir könnten es sogar auf 36 mit irgendwen schaffen. Du bereitest uns nichts als Ärger. Ja, juckt mich das? Sehe ich so aus, als ob mich das juckt? Slimer, also okay. Ich glaube, gegen Gift war das jetzt nicht so ganz das Effektivste. Oder? Nicht ganz. Ah, komprimierst du dich. Aber wenn wir unseren Durchbruch einsetzen, dann dürfte es doch theoretisch nichts ab... Also, genau, müsste das genauso viel abziehen. Dann machen wir das mal so. Und dann werden wir unseren... Ja... Natürlich. Was denn auch sonst? Ich meine... Natürlich. Was denn auch sonst? Okay. So. Unsere... Ah, wunderschön. Elektroball. Das ist natürlich ein Pokémon, was ich sehr gerne beseitigen würde, bevor es sein Finale einsetzt, wie letztes Mal. Da mir das nicht gefallen hat, wie er mit uns umgeht. Hör auf. Okay, und jetzt triff bitte. Okay. Okay, das heißt, im nächsten Kampf wird unser Monkey Level 35, wenn nicht sogar im diesen schon vielleicht. Nein, im nächsten. Im nächsten aber mit Sicherheit. Reicht mir vollkommen aus, dass unser Monkey da Level 35 wird. So, haben wir noch ein paar Gegengifte? Jawohl, das haben wir doch. Solange wir die Tränke und alles haben, sage ich auch nichts, aber so langsam könnte ich in der nächsten, ja, wenn wir die nächste Mal, wenn ich das nächste Mal cutte, werde ich mal heilen gehen. Das denke ich, bin ich meinem Pokémon dann doch schuldig. Und meinem Budget, muss ich ehrlich sagen. Oh, okay. Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Jawohl, dann haben wir einen der letzten Rocket-Brüder hier. So, und dann werden wir das so machen. Ich nehme das jetzt mit in den Part auf, wie wir uns heilen gehen. Machen wir einen Durchbruch. Und schauen, ob das hilft. Das nützt tatsächlich nicht sehr viel. Wie wäre es mit Aeroass? Das nützt schon deutlich mehr, vor allem wenn es Volltreffer ist. Das ist natürlich was ganz Süßes. Dann machen wir das mal fertig und sind jetzt Level 35. Sehr schön, das freut mich. Jetzt, da ist der Kreuzhieb. Da ist der Kreuzhieb, weg mit dem Karateschlag natürlich. Also, das ist so eine Sache, die muss dann jetzt weg. Als nächstes wird Traumato geholt. Haben wir was Spezielles gegen Traumato? Ich denke nicht. Deswegen lassen wir einfach die Fackel ran. Sich ein bisschen austoben, Flammenwurf einsetzen und so. Ist eh der letzte Kampf für diese Folge. So, machen wir hier schön in dein auf deinen Körper schönen Flammenwurf und ja. Okay, das war's dann mit Traumato. Jetzt lasse ich mal jeden ein bisschen ran. Wir haben jetzt demnächst zwei Entwicklungen anstehen. Wunderschön. Nee, das macht jetzt auch noch unsere Fackel.
So viele Flammenwürfe haben wir dann doch frei, dass wir diesen Kampf dann noch für uns entscheiden können. Und wenn es ein Volltreffer ist, haben wir natürlich auch nichts dagegen, oder? Seid ehrlich mit mir, das ist so. Oh je, ich werde besiegt hier. Du wirst nicht nur besiegt, sondern du bist auch besiegt, du Flasche, ey. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist noch einer. Nein! Ich finde diese Schwachstellen deiner... Ich finde die Schwachstellen deiner Pokémon und besiege sie. Die einzige Schwachstelle, die du jetzt finden wirst, ist, dass meine Pokémon ziemlich angeschlagen sind. Und das ist die einzige... Ah, wobei... Opfer! Ich dachte, ich habe Ding vorne. Funke, aber dabei ist es ein Monkey. Ja, du Opfer. Tja, Magneton kann dir da auch nichts helfen. Ich benutze einmal meinen Durchbruch und dann ist die Sache durchbrochen. Ich weiß, Leute. Sagt einfach nichts. Sagt einfach nichts. So, Smoggon wird gerufen. Das finde ich ist Zeit. Einen Durchbruch, bitte. Ach, das ist... Ja. Ja. Mhm. Einmal noch bitte mit einem Volltreffer. Natürlich nicht. Warum denn auch? Ach, Smog trifft einmal im Leben. Ja, das kann man natürlich verkraften irgendwo. Aber Smog vergiftet mich jedes Mal aufs Neue. Aber, so wie ich mich kenne, verfehle ich nicht. Ich wollte ja auch nicht sagen, dass ich verfehle. Würde ich nie tun, nein. Nein, natürlich nicht. Also ihr kennt mich doch alle mittlerweile. So. Ich denke mal, dass wir hiermit wirklich jeden Stockwerk abgegangen sind. Natürlich noch nicht. Also wir sind ja erst im 8. Stockwerk. Wenn wir es hinkriegen, Sylphscope innerhalb von 9 Stockwerke haben wir zum Durchkämmen. Dann wird das noch gemacht. Wenn wir die Sylphscope innerhalb von... Also ich bin jetzt schon 1, 2... Das ist der dritte Part. Sagen wir mal, wenn wir es innerhalb der nächsten 3 Parts machen. Innerhalb der nächsten 45 Minuten oder der nächsten halben Stunde. Bin ich zufrieden mit mir und der Leistung und dann passt es auch so. So, dann laufen wir nochmal kurz rüber in den Supermarket. Da war er, glaube ich, genau. So. Ja, viel Geld haben wir denn jetzt? Wir brauchen ein bisschen was. Wir können hier nämlich keine Dinger kaufen. Das ist das Allerschlimmste. 10 Stück und dann ist eh schon die Hälfte des... über die Hälfte des Geldes weg. Zack, 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 zack. 6 Hypertränke konnten wir uns nur kaufen. Das ist natürlich extrem madig für uns. Naja, was soll man sagen? So, ich laufe jetzt erstmal nach oben. Das Schönste an der Sache ist mit Pokémon, sobald diese Folge hier fertig ist, also fertig aufgenommen ist, nur aufgenommen, sobald ich sage, ich setze jetzt einen Cut rein, ist die letzte Folge, die ich gerade eben beendet habe und zum Rendern hingeschickt habe, fertig. Und das freut mich natürlich extremst, weil mir das natürlich auch nicht jede Menge Arbeit erspart und auch vor allem Zeit. So, aber fürs Erste, meine Freunde, reicht das in diesem Part. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Pokémon Blattgrüne Edition. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schöne Tage, beziehungsweise einen schönen nächsten Tag, sagen wir es mal so. Und haltet die Ohren steif. Bis dahin, euer Brandy Chosen.